Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Es geht weiter mit unseren Hausbau-Vlogs. Es kommt ja jede Woche ein neuer Vlog von mir online zum Thema Hausbau. Ich nehme euch immer mit und zeige euch, was aktuell eben so passiert. Der Countdown bis zum Einzug läuft auf jeden Fall. Diese Woche wollen wir nach einem Kühlschrank schauen. Wir möchten ja für unsere Küche so einen großen amerikanischen Kühlschrank, am besten einen French Door Kühlschrank. Werde ich euch aber dann noch erklären, was an dem so besonders ist. Ich bin aber gespannt, ob wir mit unseren Anforderungen einen finden werden. Ansonsten werden wir auch noch in den Baumarkt fahren, weil wir uns schon für unseren Abstellraum unter der Treppe ein Regalschienensystem anschauen möchten. Das finden wir wirklich so praktisch und das kann man auch immer eben erweitern. Das wollen wir uns anschauen. Ansonsten ja, zeige ich euch auch wieder ein aktuelles Hausbau-Update. Die Woche soll sogar schon der Maler kommen und ein paar Vorarbeiten erledigen. Und außerdem müssen wir noch unsere Anschlüsse graben. Das soll auch diese Woche passieren. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stromanschluss, Wasser und Internet. Das soll diese Woche und eben auch in den nächsten Tagen passieren. Da wird dann so viel noch aufgegraben vom Grundstück. Ja, da bin ich gespannt. Das wird bestimmt volles Chaos wieder werden. Die ganzen Erdhügel und sowas. Oh je. Nee, aber Gott sei Dank passiert das jetzt endlich. Wenn euch solche Hausbau-Vlogs interessieren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich mega freuen. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem Vlog. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, heute ist auch schon der Bagger da. Der wird heute aufgraben wegen unseren Anschlüssen. Wir suchen nämlich gerade die Wasserleitung, wo wir anschließen. Hier wurde auch aufgegraben, das ist dann für den Strom hier. So, wir sitzen gerade im Auto, für uns geht es jetzt zum Kühlschränke anschauen. Wir brauchen ja noch einen und genau, da wollen wir uns die mal live anschauen. Wir wollen einen schwarzen, dass der eben zur Küche passt und so ein French Door Kühlschrank. Der hat einen klitzekleinen Unterschied zum Side-by-Side Kühlschrank. Kann ich euch aber zeigen, dann vor Ort. Ich glaube, da kann man das besser erklären. Genau, und die wollen wir uns heute eben mal anschauen und dann eben entscheiden, weil wir brauchen jetzt echt auch bald den Kühlschrank. Ja, und das meine ich mit einem French Door Kühlschrank. Die haben Türen, die sind gleich groß. Und innen geht es einfach über die komplette Breite. Hier oben ist dann der Kühlschrank. Guck mal, so viel Platz hat man dann einfach. Da kann man auch richtig cool mal eine Torte und so reinstellen. Hier in den Türen hat man auch viel Platz. Und bei denen gibt es sogar auch einen Eiswürfelspender. So wie wir das haben möchten. Und unten ist dann komplett der Gefrierschrank. Das hat auch die gesamte Breite einfach. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight. Oh, I'm thinking about him. Jetzt sind wir auch noch schnell in unseren Baumarkt gefahren, weil wir uns informieren möchten für so ein Regal unter der Treppe. Dieses System habe ich mir so vorgestellt, so ein Schienensystem, und die kann man auch individuell zusammenstellen. Richtig cool. Gibt es in Schwarz und Weiß. Und ich finde, das ist auch echt sehr günstig. Dazu braucht man dann eben so Schienen und so Haken.
und dann eben auch Bretter dazu. Das ist das Zubehör, hier zum Beispiel Bretter oder auch Schubläden und auch Kleiderstangen zum Beispiel. Das kann man halt auch immer selber anders umbauen, wenn man möchte. Finde ich total praktisch. Hier gibt es dann auch verschiedene Größen von diesen Schienen, weil das brauchen wir auch unbedingt für unseren Raum unter der Treppe. Guck mal, und hier sieht man noch so eine Übersicht, was man alles daraus machen kann. Also wirklich richtig genial und vor allem für solche Aufbewahrungsräume oder auch für den Technikraum und so weiter oder Hauswirtschaftsraum ist das halt wirklich total praktisch. Guck mal, diese Holzkiste mit diesen zwei Einsätzen gefällt mir auch richtig. Kann man auch total gut für Geburtstagspartys oder andere Feiern verwenden. Fürs Buffet zum Beispiel und auch als Deko. Kostet 19,95 €, das geht eigentlich. Finde ich total schön in weiß. Hier gibt es auch noch ein anderes hier daneben. Und dann gibt es die eben auch in Holzfarben, also noch nicht gestrichen. Aber hier gibt es das Innenleben zum Beispiel in Holz. Und das andere ist gestrichen und hier gibt es halt auch eine Menge. Finde ich richtig cool, diese Kisten. Hier haben wir was entdeckt für unser Bad von Tesa. Die haben hier auch schon diese Produkte, aber auch diesen Kleber dazu. Richtig praktisch auch. So, ich stehe jetzt gerade vor meinem Kleiderschrank. Ich habe nämlich mir schon vorgenommen, jetzt ein paar Sachen auszumisten, weil mein Kleiderschrank platzt einfach aus allen Nähten und ich kann ja jetzt auf jeden Fall schon Sommerklamotten ein bisschen rauspacken und die für den Umzug sozusagen fertig machen. Wir ziehen ja jetzt Ende Oktober aus oder sozusagen in unser Haus. Und genau, also ein paar Dinge wollte ich eben auch schon ausmisten, werde die ausgemisteten Teile auf Vintage stellen. Da schreibe ich euch hier mal meinen Namen hin, da verkaufe ich nämlich meine ausgemisteten Klamotten und die sind echt alle noch top. Also die meisten Sachen wurden auch nie getragen oder wenn dann nur ganz selten. Genau, schaut gerne mal auf Vinted bei mir vorbei, wenn euch das interessiert und ich werde jetzt mal heute so ein bisschen Sommertops ausmisten und zusammenpacken. Guckt mal, ich habe jetzt hier schon ein paar oder so gut wie alle sommerlichen Tops ausgemistet. Hier habe ich jetzt nur noch ein paar Crop-T-Shirts und hier auch noch Pullis und Westen. Ich bin aber jetzt nur durch die Sommertops gegangen, die hingen hier und die habe ich hier schon alle zusammengefaltet. Werde jetzt in eine Kiste packen und dann ready für den Umzug machen. Also die Sachen werde ich alle behalten. Hier sind ein paar Sachen, auch der Rock, rausgekommen, ein paar T-Shirts, Blusen und sowas, aber das ist noch lang nicht alles. Ich, oh Gott, habe noch so viel zum Ausmisten und so, ja, und auf Vintage zu stellen. Ich brauche nämlich, ja, wieder mehr Platz. So, und ich werde jetzt mal alle Tops, die ich behalten werde, in diese Tasche hier verstauen. Da kann man die Klamotten nämlich richtig gut aufbewahren. Die hat einen Reißverschluss. Die habe ich mal bei Lidl für 1,99 € gekauft. Ich habe mir da ein paar mitgenommen, aber die gehen jetzt langsam aus. Also ich hätte mir dann noch mehr mitnehmen können, weil die wirklich praktisch sind, auch fürs Haus dann. Da kann ich dann saisonale Kissen oder irgendwas einsortieren, wo man eben im Schrank verstaut und nicht das ganze Jahr über braucht. Genau, ich werde jetzt mal loslegen. So, jetzt bin ich gerade beim Gürtel ausmisten. Ich habe vor ein paar Monaten schon meine Gürtel ausgemistet. Also so viel werde ich nicht ausmisten, weil das sind eigentlich
gar nicht so viel und die benutze ich eigentlich regelmäßig. Da muss ich aber jetzt trotzdem mal gucken, vielleicht ist ja der ein oder andere noch dabei, den ich jetzt eben nicht mehr benutze. Dann werde ich die hier erstmal wieder einsortieren. Dann ist es dann am Umzug später auch ein bisschen leichter. Dann habe ich wenigstens hier schon mal ausgemistet und wieder in Ordnung reingebracht. Die werde ich auch definitiv behalten. So, jetzt habe ich zum Beispiel einen gefunden, den ich jetzt doch ausmiste, weil der eigentlich hier auf der anderen Seite, Moment, schon so, ja, kaputt ist. Deswegen darf der jetzt auch weg. So, die Gürtelschublade sieht jetzt auch schon wieder sauber aus. Ich habe auch ein bisschen nach Farben sortiert. Ups, das muss noch hier hin. Braun, schwarz, rosa und weiß. Und mehr Gürtel habe ich sowieso nicht. Also ich finde, ich habe gar nicht so viel, oder? Geht auf jeden Fall. So, und jetzt werde ich mir die nächste Schublade vornehmen. Und zwar brauche ich ja die Reisesachen auch nicht mehr. Das ist so, ja, die Reiseschublade. Also das meiste auf jeden Fall. Ich muss auch mal zusammensuchen. Ist bestimmt auch noch woanders ein paar Sachen. Aber ich werde jetzt schon mal alle Reiseteile, wie zum Beispiel eine Kofferwaage und sowas, in eine Kiste packen, weil die brauchen wir definitiv nicht mehr. Ist auch schon verstaubt hier. Und so viele Flaschen habe ich hier. Das könnt ihr euch woanders hin. Da habe ich mir gedacht, werde ich amerikanisches Geld sammeln, also Dollar, in so einer Zipptüte, weil ich das auch total praktisch finde. Sonst weiß man immer nicht, wo man so ausländisches Geld aufbewahren soll, wo oder wie. Aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt so und alle Dollar, wo ich noch so rumfliegen habe, werde ich hier eben ja schön organisieren und verstauen. Dann habe ich halt hier auch Taucherbrillen, so ein Reisekissen, einen Schmuckaufbewahrungsbehälter extra fürs Reisen, Fächer und sowas. Genau, da werde ich mich jetzt mal dran machen. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. So, und jetzt werde ich mir mal meine Nägel machen. Ich habe den gestern schon ablackiert und gefeilt. Die halten halt wirklich 3 Wochen. Also meine letzten Nägel, schade, dass ich die gestern schon weggemacht habe, sonst hätte ich die euch zeigen können, haben tatsächlich 3 Wochen lang gehalten. Ich habe mir nämlich dieses Neonail-Set bestellt. Das sind ja diese UV-Nagellacke. Ich bin total zufrieden damit. Genau, und ich habe jetzt am Freitag von meiner Freundin, die hat sich das nämlich auch auf meine Empfehlung hin gekauft, das ganze komplette Set, diesen Nagellack ausgeliehen. Ich finde es halt so praktisch, wenn die Freundinnen auch dasselbe haben. Und da kostet halt ein Nagellack schon um die 11 Euro und dann kann man sich die halt ausleihen untereinander. Finde ich total praktisch. Hier, das ist jetzt meine Nagellacksammlung. Und genau, ich werde mir jetzt meine Nägel machen. Erst kommt die Base, die Hard Base, das ist diese hier. Dann kommen die Nägel 60 Sekunden lang unter die Lampe. Dann kann ich mir eben eine Wunschfarbe lackieren. Dann kommt wieder die Nägel unter die Lampe. Und dann kommt eben auch noch der Topcoat drauf. Ich habe 2 Topcoats, das ist auch so genial. Einmal eben dieser Shiny Topcoat und dann habe ich auch noch einen matten Topcoat. Irgendwie finde ich den gerade nicht. Ah doch, hier. Der Velvet Topcoat. Da wird dann jede Nagellackfarbe matt. Schaut auch so genial aus. Ja, und ich fange jetzt auf jeden Fall mal an. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall schon mal für diese Farbe entschieden, von meiner Freundin eben. Aber ich weiß halt noch nicht, ob ich die Nägel dann glänzend haben will oder matt. Da bin ich dann noch am Überlegen. And we just sing along, and I can't help but feeling just loving. So sieht es jetzt gerade aus bei uns am Grundstück. Ist richtig aufgegraben worden. Also überall sind die Erdhügel, denn am Wochenende wurde hier der Graben für unsere Anschlüsse gelegt. Ist auch schön alles abgesperrt worden. Ich gehe jetzt mal hier nach hinten. Hier sieht man die ganzen 4 Anschlüsse. Also ein Leerrohr, einmal für Strom, für Wasser und auch für Internet. Schaut mal, was ich bei Aldi mitgenommen habe. Da gab es im Angebot diese wunderschönen Platzsets. Ein 2er-Set in diesem Jute-Material.
100% Jute. Und zwar habe ich die schon im August woanders gesehen und die waren so teuer. Da hat ein einziges 15 Euro gekostet. Mir haben die aber so gut gefallen. Und jetzt gab es die eben im Angebot bei Aldi und da habe ich gleich zugeschnappt. Da hat ein Set mit zwei Stück nämlich nur 6,99 gekostet. Und das ist halt ein richtiger Unterschied vom Preis her. Deswegen habe ich da auch gleich zugeschnappt. Ich habe mir hier drei Packungen mitgenommen. Jetzt habe ich 6 Stück. Genau, bin schon gespannt, wie die im neuen Haus aussehen mit dem neuen Tisch. Aber ich kann mir die auch richtig gut im Herbst und so vorstellen. Also da habe ich mich richtig drüber gefreut. Okay, ich stehe jetzt gerade hier im Haus und es ist unglaublich. Es wurde nämlich komplett alles weiß gestrichen. Die Wände und auch die Decke. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Ich bin total geflasht. Muss ich euch jetzt unbedingt zeigen. Und zwar, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. So sieht's gerade aus. Oh mein Gott, schaut euch mal die Decke an. Jetzt sieht es einfach so wohnlich aus. Das ist der zweite Anstrich. Oh mein Gott, ich sag's euch. Ich kann nicht mehr. Das ist echt der Wahnsinn. Alles weiß, die Decke und die Wände. Also hier kommen natürlich noch Fliesen dran im Gäste-WC. Aber hier der Abstellraum. Oh Gott, ich bin hin und weg. Das ist der Wahnsinn. Wir kommen einfach jeden Tag ein Stückchen näher. So sieht die Decke aus. Oh mein Gott, hier stehen wir im Büro mit diesem Panoramafenster. Oh, toll. Und jetzt gehe ich mal mit euch nach oben, weil oben sieht es auch krass anders aus. Da wurde auch schon alles gestrichen. Außer der Technikraum, der hat, glaube ich, erst einen Anstrich bekommen, weil da ist noch ein bisschen was zu entscheiden und deswegen hat er bis jetzt einen Anstrich bekommen. Und jetzt gehen wir mal hoch. So sieht's mit der Haustüre aus. Oh Gott, die Decke. Oh Gott, es sieht so gut aus. Guckt mal. Hier ist unser LED-Streifen für die indirekte Beleuchtung für die Treppe. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Schaut mal, alles weiß. Ich lieb's. Total toll, finde ich das. Es sieht einfach komplett gleich anders aus. Also persönlich, ich weiß nicht, andere, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so sehen könnt, aber wenn man das Haus jeden Tag so sieht und dann sich so verändert. Ich weiß nicht, ich finde das total krass. Hier stehen wir im Schlafzimmer. Da kommt dann das Bett hin. So, ich bin jetzt gerade wieder am Ausmisten. Und zwar werde ich hier die Kerzenschublade schon zusammenpacken. Und zwar habe ich hier schon ein paar Sachen raus. Ich habe mir auch schon einen Karton geschnappt und habe hier schon mal was eingeräumt. Also ich wusste gar nicht, dass ich so viel rote Duftteelichter von Ikea habe. Auf jeden Fall brauche ich demnächst keine Teelichter mehr. Genau, und dann habe ich hier auch noch welche. Guck mal, die ist doch so schön. Also die kommt auf jeden Fall ins neue Wohnzimmer. Da habe ich schon ein Plätzchen. Ja, und da bin ich jetzt gerade am Kerzen zusammenpacken. Da habe ich auch noch ein paar Sachen. Und ja, die Kerzen brauche ich jetzt auch nicht mehr bis zum Einzug. Deswegen kommen die auch schon alle zusammen. Hier habe ich noch eine richtig schöne winterliche oder herbstliche. Aus Amerika habe ich die damals mitgenommen. Warm Apple Pie. Die duftet so gut. Und die habe ich echt fürs Haus schon gekauft und die ganze Zeit aufgehoben. Ist ein bisschen verstaubt. Hier könnt ihr jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Das würde mich mega freuen. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.